Besorgte Anwohner haben Hilferufe einer Frau gehört und die Polizei verständigt. Melina Hoffmann und ihr Kollege Paul Richter haben sich direkt auf den Weg gemacht. Yvonne! Guten Tag! Guten Tag! Hallo! Sie haben angerufen? Nein. Ich wollte zu meiner Schwester, weil ich komme da nicht rein und wir waren also ein bisschen verabredet. Und jetzt ist hier halt irgendwie die Tür zu. Ah, das fünfte auch noch. Ich weiß nicht. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass was passiert ist. Also, okay, wie kommen Sie da drauf? Normalerweise ist sie immer sehr zuverlässig und jetzt höre ich nichts. Sie geht auch nicht an ihr Handy dran, da habe ich ihn auch schon versucht anzurufen. Ja. Und ich komme halt nicht rein. Ich habe auch schon versucht zu klingeln und alles. Das ist alles. Können Sie da nicht vielleicht reingehen? Können Sie die Tür aufbrechen oder so? Ich mache mir richtig Sorgen. Code haben Sie nicht, ne? Oder was? Was? Nein, ich habe keinen Schlüssel. Die ist sehr zuverlässig. Da ist er nicht. Nein. Also aber hat die denn sonst hier einen Schlüssel liegen oder so? Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Normalerweise ist sie halt immer da, deswegen mache ich mir auch so Sorgen. Okay. Nicht, dass hier irgendwas passiert ist. Sonst nehmen Sie das gekippte Fenster. Auch okay, da können Sie ja vielleicht rein. Ja, wir aber gucken mal eben. Wie lange haben Sie denn keinen Kontakt zu ihr? Also, ja, jetzt seit ungefähr 4-5 Stunden und wir sind seit 3 Stunden verabredet. Ich bin ein bisschen zu spät gekommen. Aber Sie waren verabredet tatsächlich? Ja, waren wir auf jeden Fall. Okay. Wir wollten noch was klären, weil ja, es läuft im Moment halt ein bisschen schwierig. Ah, guck mal. Hier ist ein Schlüssel. Warte, vielleicht passt das. Ja, blöderweise liegen die Leute dann immer so hin und wenn wir das können, können dann andere Leute passt. Aber auch. Ne? Oh, passt. Dann gehen Sie gucken, ob da... So, Sie bleiben bitte draußen. Okay, wenn was ist, brüllen Sie, ja? Dann sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie irgendwas... Die Polizei! Ach du Scheiße, guck mal hier. Guck mal. Ah. Hallo? Hallo, können Sie mich hören? Hallo? Stellst du mal schnell einen RTW? Ja. Anna, 1538. Einmal RTW. Verletzte Person offensichtlich nach Gewalt am Treppensturz. Person ist nicht ansprechbar. Bleibst du einmal hier? Ich guck mal einmal hier unten noch in den umliegenden Räumen. Nicht, dass die Bewohnerin, die Eigentümerin, die Frau Winkler, lag am Treppenabsatz mit einer Platzwunde am Kopf. In einer nicht glücklichen Position. Die Frage, die sich uns stellt, ist, was ist hier passiert? Hi, komm einmal hier rüber. Wir haben die Dame hier so aufgefunden. Die ist auch erstmal nicht ansprechbar. Okay. Kommen Sie einmal bitte zur Seite. Genau, kommen Sie einmal bitte hier zur Seite. Gehen Sie mal zur Kollegin, genau. Genau. Das wissen wir auch noch nicht. Deswegen erstmal der Rettungsdienst, lassen Sie den erstmal in Ruhe arbeiten, damit es Ihrer Schwester. Das sieht aber schlimm aus. Aber sie lebt noch, oder? Ja. Alles gut. Die stumpfe Gewalteinwirkung. An der Stirn, ne? Ja. Hab ich mal gehört. Aber schau mal, die hat den Arm hier so ein bisschen angewinkelt. Ich weiß nicht, ob die über die Treppe vielleicht runtergefallen ist, aber das kann sein, weil so wie sie liegt. Die Platzwunde definitiv ist stumpfe Gewalteinwirkung. Mhm. Das siehst du auch schon. Okay. Da von einem Gewaltverbrechen auszugehen ist, überprüft Polizeikommissarin Melina Hoffmann die Gartentüren auf Einbruchsspuren. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, da an der Tür, da sind ja auch Aufbruchsspuren an der Tür zur Terrasse quasi. Ich war da jetzt eben schon gucken. Ja. Ja, aber da auf jeden Fall Spurensicherung nochmal. Während Paul Richter die Leitstelle anfunkt, macht seine Kollegin einen weiteren Fund. In der Nähe des Auffindeortes der Frau Weidler konnte die Kollegin Hoffmann eine Skulptur feststellen, die Blutanhaftungen an sich trug. Diese Blutanhaftungen scheinen von der Platzwunde ihres Kopfes herzurühren. Die Frage ist, wer ist Täter und hier sind Spuren zu sichern. Was die Gewalttat in der Köln-Müngersdorfer Villa angeht, hoffen die Beamten auf weitere Informationen von der Schwester des Opfers. Sie hatten eben so etwas kryptisch an der Tür erwähnt, dass es ein bisschen schwierig ist gerade oder merkwürdig ist gerade. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, das ist unglaublich. Ich weiß nicht, was. Also machen Sie erstmal ganz ruhig, ganz langsam. Deswegen haben wir uns verabredet. Sie hatten Streit. Nicht ich mit Sie mit ihrem Freund und. Wo ist denn der Freund? Wohnt er auch hier oder? Das weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Wir waren heute verabredet, um das nochmal zu besprechen. Also Sie wissen auch nicht, ob der hier wohnt. Nein. Okay, aber ich denke mal, dass er ist schon oft hier, aber auch nicht immer, wie das halt so ist. Wie lange sind die denn zusammen? So ungefähr 2 Jahre. Ich glaube, das ist so. Er sieht so ein bisschen aus und verhält sich auch manchmal. Es käme aus einem Milieu, was halt meiner Schwester jetzt vielleicht nicht so gut zutun würde. Und jetzt liegt sie hier aus dem kriminellen Milieu, meinen ja, Sie? Oder ich denke aus dem schon. Asi-Milieu? Oder wie? Ja, so, ich kann es nicht so genau sagen. Wir hatten das Gespräch mit der Schwester von der Frau Weidler ja in eine Richtung
ablenken können. Sie erzählte uns dann ein wenig von der aktuellen Beziehung ihrer Schwester. Seit 2 Jahren ist sie mit einem Mann zusammen, der aus dem Milieu kommt, wie sie so schön sagt. Milieu ist bei uns eigentlich eher der Rotlichtbereich. Aber es ist genug für uns, um in diese Richtung mal die Fühler auszustrecken. Ich höre hier Wasser. Rauschen. Mhm. Kommen von da, ne? Da riesen Türen hier. Ja, ich höre es auch. Die Polizei! Oh. Hallo. Guten Tag. Hallo. Wer sind Sie? Nils Wolfram. Haben Sie nicht bemerkt, dass die Polizei im Haus ist? Nee, ich habe geduscht. Wie stehen Sie im Haus? Wohnen Sie hier? Ja, mit meiner Freundin, der Yvonne. Ihre Freundin ist vermutlich aufgrund einer Fremdeinwirkung ins Krankenhaus geliefert worden. Wie, was ist passiert? Was ist denn passiert? Also, Sie haben hier nichts mitbekommen wollen, jetzt? Nein, also ich habe hier Musik gehört über die Anlage und geduscht. Deswegen hört man nichts. Gehen Sie auch mit der Kollegin hier raus? Ja. Der Lebensgefährte der Frau Weidler bekam hier nichts, die nicht aus der Dusche gab, an von dem gesamten Tatverlauf und vom Tathergang nichts mitbekommen zu haben. Auch nicht mitbekommen, dass die Polizei da war, dass wir gerufen haben, dass der Rettungsdienst da war und bereits abtransportiert hat. Möglich, aber das wird zu prüfen bleiben. Wir haben hier einen Herrn im Badezimmer angetroffen. Vielleicht können Sie den ja identifizieren. Verena, was machst du hier? Was um alles in der Welt, was ich hier mache? Was hast du meiner Schwester angetan? Ich hab nichts. Ja, Moment. Eben noch gesagt. Beruhigen Sie sich erstmal. Wie gesagt, wir haben den hier gerade duschenderweise in dem Badezimmer angetroffen. Er sagt jetzt erstmal, er hat davon nichts mitbekommen. Das heißt nicht, dass er jetzt nur, weil Sie das Bedenken haben, dass es möglicherweise sein könnte, dass er jetzt unser Tatverdächtiger ist. Ja, aber es ist ja schon sehr merkwürdig. Tat? Was ja? ist hier überhaupt los? Wieso, wenn er hier, wieso ist das merkwürdig? Also, Sie haben eben gesagt, Sie sind eh nicht so gut mit ihm. Warum? Weil er aus einem Milieu kommt und mit meiner Schwester sollte damit eigentlich nichts zu tun haben und wir auch nicht, wie du ja weißt, ne? Ja, was dein Verhalten. Was meinst du denn damit? Wir haben irgendwie gestern und vorgestern ja auch nochmal darüber geredet. Dein Verhalten ist sehr seltsam und es passt halt einfach. Das ist alles Vergangenheit. Das hat nichts mehr hier mit der ganzen Sache zu tun. Beim Einsatz in Köln-Müngersdorf entdeckt Melina Hoffmann eine auffällige Tasche, die aber niemandem zugeordnet werden kann. Parallel erfährt Paul Richter von der Leitstelle, dass der Freund der Verletzten bereits wegen Diebstahls und Körperverletzung vorbestraft ist. Die Tasche stand hier einfach mitten im Raum. Deswegen habe ich einfach mal gefragt, ob das seine ist. Das ist aber weder seine noch von ihr noch von der Schwester. So, Sie haben nichts mitbekommen, können Sie sich nicht erklären? Nee, warum ich weiß aber, das sind ja Sachen vom Haus hier, ja. Das gehört Ihrer Freundin? Ja, das habe ich schon mal hier gesehen. Das ist auf jeden Fall von meiner Schwester, das ist definitiv. Die Kopfhörer kenne ich auch. Ja, das sind ja alles irgendwie Sachen von Wert, ne? Hier ist Silberbesteck drin, Kameras, irgendwelche Objektive, ein Handy. Das hat jetzt alles keinen geringen Wert. Ich kenne die Sachen, aber damit nichts zu tun. So, pass mal auf. Die Polizei wird gerufen, weil es hier Hilferufe gibt. Jetzt haben wir gehört, es gab gestern schon Streit. Ihre Lebensgefährtin, Freundin wollte sich mit ihrer Schwester unterhalten. Die liegt schwer geschädigt am Treppenabsatz. Und sie erzählt mir, dass sie sich duschen war und dass sie nichts von der ganzen Sache mitbekommen hat. Ich habe nichts getan. Das habe ich schon dreimal gesagt. Zeigen Sie mal Ihre Hände. Ich will mal Ihre Hände sehen. Innen und außen. Umdrehen. Handtuch fallen lassen. Einfach fallen lassen. Ich weiß nicht, was das soll. Also, ist das jetzt, weil ich einmal was getan habe? Früher bekommt man immer den Stempel ab? Oh, passt ja schon ein bisschen. Denkbar ist es ja. Sie als geläuterter Bürger und dann bereichern Sie sich so ein bisschen an der jungen, attraktiven, reichen. Nee, was hast du denn? Irgendwas meine ich, wer da aus der Kiste gekommen. Bleiben Sie mal da stehen, wo ich Sie sehen kann. Sie beide mal da stehen bleiben. Aus der Kiste? Du hast Geister. Ja, das gucken wir jetzt gleich mal, ob ich Geister höre. Nee, hör ich nicht. Einmal aussteigen. Hallo. Einmal aussteigen und die Hände da, wo Sie sehen können. Bleiben Sie zurück. Ron, was machst du hier? Wer ist Ron? Du kennst den? Ja. Haben Sie? Ich hab's dir gesagt. Einmal raus aus der Kiste. Einmal raus aus der Kiste und die Flossen hoch. Einmal umdrehen, zu Kollegen gucken. Haben Sie irgendwelche? Die Hände bleiben da, wo Sie sind. Umdrehen, zu Kollegen gucken. Haben Sie irgendwelche gefährlichen Gegenstände dabei? Nein, ich hab nichts dabei. Bleiben Sie einfach mal stehen. Nils, ich hab dir doch gesagt. Sie halten jetzt den Rand. Locker lassen die Hände.
So, ich belehre Sie jetzt schon mal vorsorglich als Beschuldigten einer Straftat. Das heißt, Sie müssen sich nicht zu dem Sachverhalt äußern, wenn Sie es nicht möchten. Ja. Und können sich natürlich auch einen Anwalt nehmen. Haben Sie das verstanden? Habe ich verstanden. Okay. Möchten Sie dazu was sagen, was Sie da in der Kiste gemacht haben oder generell? Erstmal nicht, nee. Nee, gut. Dann fahren Sie gleich mal auf die Dienststelle. Woher kennen Sie ihn? Ron, ich hab's dir gesagt, du sollst... Sie sollen zurückbleiben, sollen mir sagen, woher sie kennen. Ja, Ron und ich, wir haben damals die Scheiße gebaut. So, und ich hab dir gesagt, du sollst die Finger von ihr lassen. Gab's da irgendwie Streit zwischen ihnen beiden? Oder was ist da vorgefallen? Irgendwas war ja da scheinbar. Er kam auf die Idee, oh, deine Freundin hat ja Geld. Komm, wir lassen was klauen. Diebstahl. Und ich so, nein, das lassen wir. Ja, du hast mich ja allein gelassen, du 31er. Alter, du musst dich ja alleine durchziehen. Hast die nicht mehr alle. Was soll das? Verräter, du! Verräter! Lass den... Scheiß, hab ich dir gesagt. Locker, lass es einfach. Wir sehen uns wieder. Geh mal auf den Weg. Ja, ja, das dauert aber ein bisschen. Letztlich stellte sich heraus, dass der Herr Wolfram wohl doch auf dem Wege der Besserung bzw. ein geläuterter Straftäter ist. Sein ehemaliger Kumpane sieht das wohl ein bisschen anders. Der ist noch nicht auf den rechten Weg zurückgekehrt. Und er hat das Ding alleine durchziehen wollen, auch ohne seine Hilfe. Und das ist eskaliert. Das heißt für uns, der fährt mit uns mit und bleibt wahrscheinlich aufgrund seiner Vorstrafen auch bis zum Prozess in Untersuchungshaft. Der 29-Jährige muss sich wegen Körperverletzung und räuberischen Diebstahls verantworten. Die Verletzte blieb für eine Nacht zur Beobachtung in der Klinik.